Wir schenkten den alten Prophezeiungen niemals Beachtung. Wie Narren hielten wir an unserem Hass fest. Und wir kämpften Generation um Generation. Bis eines Tages Feuer vom Himmel fiel und der neue Feind über uns kam. Jetzt stehen wir am Rande der Vernichtung. Denn die Herrschaft des Chaos hat begonnen. Die Zeit ist abgelaufen. Sohn von Durotan. Kriegsgeschrei schallt empor im Wind. Das Erbe von einst entstellt unser Land. Und wieder droht in Gefahr durch Krieg. Helden aber trotzen dem Schicksal und ziehen in den Kampf. Armeen der Sterblichen laufen blind in den Tod. Der brennende Schatten kommt, uns zu verzehren. Sammelt die Horde und führt euer Volk dem Schicksal entgegen. Ziehet zu mir. Und damit begrüße ich euch herzlichst hier bei Let's Play Warcraft 3 Reign of Chaos. Und zwar spielen wir die Kampagne. Ja, Warcraft 3 sollte für, finde ich zumindest für jeden, insbesondere Strategiespieler ein Begriff sein. Warcraft 3, ja, ich sage mal, der storylastige Vorgänger von World of Warcraft, das kennt ja wirklich jeder, ist allerdings vom Stil her kein Online- Rollenspiel oder etwas in der Richtung, sondern ein Strategiespiel. Und zwar ein Strategiespiel, das, wie ich finde, ein ganz, ganz besonderes ist. Warum genau, will ich jetzt gar nicht erklären. Es geht sich hier schließlich um die Kampagne, nicht um den Multiplayer. Und zwar erzählt die Kampagne, wie ihr gerade eben schon gesehen habt,
die fortgeführte Geschichte von Warcraft 1 und 2, wo es um den Krieg zwischen Orks und Menschen ging. Jetzt kommen also auch die Untote dazu, die vom Himmel gefallen sind. Ihr habt es gehört, das Feuer, das vom Himmel fiel. Und ihr habt auch schon das Video Sralls Vision gesehen, in dem wir erfahren haben, dass ein Prophet einen Ork, ja, mehr oder weniger dazu geraten hat, die Ländereien zu verlassen, da, ja, etwas Schlimmes bevorstehen wird. Und ich würde sagen, wir starten also jetzt hier unten, seht ihr es, die Prolog-Kampagne Auszug der Horde. Wir können mal kurz schauen, wir gehen mal auf Schwierigkeitsgrad schwer. Zumindest im Prolog wird das noch gar kein Problem sein. Und starten Kapitel 1, Visionen. Diese Mission geht übrigens nahtlos in Sralls Vision über. Srall ist nämlich unser Hauptcharakter. Kapitel 1, Visionen. So. Irgendwo in den Arathi-Hochländern erwacht Srall, der junge Kriegshäuptling der Ork-Horde, aus einem beunruhigenden Traum. Was war denn das für ein Albtraum? Das war kein Albtraum, junger Kriegshäuptling, sondern eine Vision. Folgt mir, damit ich euch zeigen kann, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich werde mitspielen. So, und da sind wir zum allerersten Mal in-game. Hauptquest, den Propheten suchen, den Anweisungen des Erzählers folgen, den Propheten suchen. Dazu links klickt ihr im Hauptfenster auf Srall. Ja, jetzt lernen wir hier die gröbsten Gameplay-Einzelheiten. Ich sag mal so ganz kurz, wir haben hier Srall, unseren Helden, Stufe 1. Wir sehen, das ist ein typisches Strategiespiel, wie man bisher schon sehen kann. Hier oben haben wir Ressourcen, Gold, Holz und Essen oder Nahrung. Hier oben wird uns die Tageszeit angezeigt, keine Kosten beeinflusst im Nachhinein, je nachdem, wie viele Soldaten wir haben, wie viel Gold wir aus unseren Goldminen gewinnen. Hier oben haben wir dann das Questlog. Verbündete haben wir nicht, das Menü zum Speichern, Tipps und so weiter. Und natürlich hier nochmal den richtigen Questlog, Hauptquest, den Propheten suchen. Es gibt in dieser Mission auch keine optionalen Missionen. So, so werde ich euch die Mission jetzt kurzerhand vorstellen und wir werden jetzt mal tun, was er gesagt hat. Und zwar werden wir Srall auswählen, unseren Helden. Also weiter. Exzellent. Ihr scheint es ja kaum erwarten zu können. Als erstes müsst ihr aber lernen, wie ihr Srall Befehle geben könnt. Versucht nun, Srall auf dem Weg zur nächsten Flagge gehen zu lassen. Dazu klickt er erst in der unteren rechten Bildschirmecke auf den Bewegen-Button und dann auf die Flagge. Ja, er meint jetzt bewegen und dann auf die Flagge klicken. Man kann auch einfach mit rechter Maus draufklicken, um den Helden zu bewegen. So, kurz zu Srall selber. Wir haben hier Srall, einen Scharfseher, das heißt, der ist ein Magier, sag ich mal. Der Schaden. Typ normal, Reichweite 600, Tempo normal. Normale Angriffe richten zusätzlichen Schaden bei leicht gepanzerten Einheiten und reduzierten Schaden bei verstärkten Rüstungen an. Heißt nicht so effizient gegen beispielsweise Gebäude. Rüstungswert 3, Schadenreduzierung 17%, das heißt jeder Schaden wird durch 3 Rüstungspunkte um 17% reduziert. Kraft haben wir 16 Punkte, Beweglichkeit 18, Intelligenz 19. Da Srall ein Scharfseher und somit ein Magier ist, ist die Intelligenz hier von besonderem Wert, da sie die Mana-Menge hier unten 285 angibt. 500, die Lebensmenge wird währenddessen von Kraft gesteuert. Beweglichkeit leitet natürlich logischerweise die Angriffsgeschwindigkeit. Ihr seht es hier nochmal, erhöht die Rüstung um 1 die Beweglichkeit, Angriffstempo, Kraft regeneriert die Trefferpunkte, erhöht die Trefferpunkte. Und natürlich Intelligenz ist Sralls primäres Attribut, erhöht Mana, die Mana-Regeneration und den Schaden. So, das dauert jetzt alles ein bisschen lange. Hier haben wir nachher die Erfahrungsleiste, 0 von 200, unser Inventar, in dem wir Gegenstände aufnehmen können. Und hier rechts haben wir schließlich unsere Spezialfähigkeiten. Ich zeige sie euch kurz hier. Hätten wir noch den Kettenblitz, den wir lernen könnten, wenn wir einen Stufenaufstieg hätten. Und die Weitsicht oder die Fernsicht Stufe 2, eine Verbesserung unserer bereits vorhandenen Fähigkeit. So, genug dazu. Durch Scrollen kann man übrigens auch ein wenig in das Geschehen hereinkommen. Ihr seht, wir können Srall steuern mit der rechten Maustaste. Das Spiel mag jetzt zwar ziemlich an StarCraft erinnern, prinzipiell, aber der große Unterschied ist halt, dass wir immer diesen Helden haben. Dieser Held ist nämlich der Gameplay,
gameplay-technische Schwerpunkt des Spiels. Wir laufen zur ersten Fahne und erfüllen unser Ziel. Meisterhaft vollbracht. Allerdings ist das Lager der Orks noch recht weit entfernt. Scrollt dem Bildschirm nach Norden, damit ihr zur nächsten Flagge gelangt, indem ihr den Mauszeiger an den oberen Bildschirmrand schiebt. Ja, das ist das Schieben durch das Hin- und Herbewegen. Die ganze Kampagne ist übrigens ein einziger Prolog, ein einziges Tutorial. Dabu. Sehr gut. Der Weg zur nächsten Flagge führt durch ein schwarzes Gebiet. Dieses schwarze Gebiet bedeutet Gelände, das noch nicht erforscht wurde. So, das seht ihr hier, das schwarze Gebiet wird aufgedeckt, sobald wir da durchreiten. Achtet einmal darauf, wie das schwarze Gebiet schrumpft, wenn Sral es durchquert. So seht ihr, welche Gebiete ihr erforscht habt. Oh ja. Wählt Sral an und befehlt ihm, zur Flagge in der Mitte des Lagers zu gehen. So, hier haben wir jetzt die allerersten Gebäude, die wir sehen. Ein Wachturm, ihr seht, macht auch Schaden, ist von der Rüstung her unbesiegbar. Eine Kaserne und noch eine Kaserne. Die ersten Ork-Gebäude, die wir hier zu Gesicht bekommen. Ein kleines Ork-Dorf. Loktar, meine Krieger. Wir erwarten eure Befehle, Kriegshäuptling. Damit Sral und seine Truppen sich gemeinsam bewegen, müsst ihr sie zuerst alle anwählen. So, wir haben jetzt zum allerersten Mal verbündete Einheiten, und zwar Grunzer bekommen. Das sind die Nahkämpfer der Orks. Sehen auch sehr hübsch aus, wie ihr hier unten sehen könnt. Machen mit 21 recht viel Schaden und haben vor allen Dingen verdammt viel Leben. Ich bin der Kriegshäuptling. Sral als Magier. Angewählt und ihr könnt ihnen befehlen, zur nächsten Flagge zu gehen. Sral als Magier hat nämlich relativ wenig Leben. So, wir legen mal mit Steuerung 1 also weiter. Sral auf die Taste 1. Dadurch können wir jetzt mit 1 Sral schnell auswählen und schauen uns erstmal ein wenig hier im Orklager um. Was haben wir hier? Ein Schwein. Die Geister sind ruhelos. Oder sonst nichts Besonderes, bis auf einige Orkgebäude, ein Bauernhof und so weiter. Gut, wir marschieren weiter. Macht euch bereit, ich spüre einen Gnoll voraus. Wenn ihr Srals Streitmacht befehlen möchtet, diese üble Kreatur anzugreifen, so wählt ihr all eure Truppen an und klickt erst auf den Angreifer. Das war nur ein Speer. Doch das Lager der Gnolle ist nicht weit. Schickt eure Truppen mit einem aggressiven Angriffsbefehl in das feindliche Lager. Dazu wählt ihr alle eure Truppen an, klickt auf den Angreifen-Button und linksklickt dann auf den Boden in der Mitte des Gnolllagers. Ja, ganz nützlich, damit wir uns nicht auf einen fokussieren, wie wir es mit der rechten Maustaste tun, können wir die Schnelltaste A drücken, das wählt diese Fähigkeit aus, setzen den Angriff hier hin und jetzt greifen die, soweit ich weiß, aufgeteilt die verschiedenen Gegner an, genau. Und so können wir sie gut in Schach halten. Gnolle sind recht schwache Gegner mit relativ wenig Leben, wenig Schaden und keiner Rüstung, also gar kein Problem für uns. Und Sral hat einen Stufenaufstieg. Sehr gut. Ihr werdet feststellen, dass Sral durch die Erfahrung, die er im Kampf gesammelt hat, eine Stufe aufgestiegen ist. Nur Helden können Erfahrungen sammeln und damit im Lauf der Zeit unglaublich mächtig werden. Helden erhalten einen Heldenpunkt, sobald sie eine Stufe aufsteigen. Mit diesen Punkten können neue Fähigkeiten erworben oder zuvor erlernte verbessert werden. Srals Heldenpunkt könnt ihr ausgeben, indem ihr in der rechten unteren Bildschirmecke auf den Button Heldenfähigkeiten klickt. Genau, das ist hier unten das wunderschöne Plus. Jedes Mal, wenn ihr auf den Heldenfähigkeiten-Button klickt, ändert sich die rechte untere Bildschirmecke und zeigt die Fähigkeiten an, die erlernt werden können. Ihr könnt Srals Heldenpunkt für das Erlernen von Kettenblitz ausgeben, indem ihr in der rechten unteren Bildschirmecke auf den Kettenblitz-Button klickt. So, jetzt haben wir den Kettenblitz erlernt. Ruft einen verletzenden Blitz herbei, der bis zu 4-mal abprallen kann und am Primärziel 85 Punkte Schaden verursacht. Bei jedem Sprung wird weniger Schaden verursacht. Das heißt, wir haben hier eine Fähigkeit, die von Feind zu Feind springt. Wenn das mal Feinde wären, bei ihm 85 Schaden verursachen, bei ihm weniger, aber bei allen Schaden verursachen. Die kostet dann 120 Mana, die Fähigkeit, und hat dann auch eine Abklingzeit, bis wir sie wieder benutzen können. So, ich würde sagen, wir vernichten noch die ganzen Gebäude, um sicher zu gehen, dass hier keine wertvollen Gegenstände mehr drin sind, denn ab und zu befinden sich in solchen Gebäuden gute und wichtige Items, die wir in unserem Inventar mitnehmen können. Wird hier jetzt wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber prinzipiell ist das immer mal möglich. Deshalb gewöhnen wir uns jetzt schon mal dran, alle Gebäude kaputt zu schlagen. Okay, das war's.
Ganz kurze Erklärung, Warcraft wird jetzt übrigens wöchentlich erscheinen, da das nachher ziemlich anstrengend wird, eine ganze Mission in ein Video zu packen. Aber ich werde trotzdem ein Video immer gleich eine Mission. Die Ehre. Kriegshäuptling, wir haben im nahen Fluss einen Trupp Murloc-Räuber entdeckt. Die Murlocs wären ein ideales Ziel für euren neuen Kettenblitzzauber. Damit Thrall seine neue Fähigkeit anwenden kann, klickt ihr erst auf den Kettenblitz-Button und linksklickt dann auf einen der Murlocs. Ja, wir haben hier 4 Gegner, 4 Murlocs. Ihr seht, wieder von den Werten her ziemlich schwach, die hier in dem sanften Wasser hausen. Wir können übrigens hier in dieses tiefe Wasser nicht laufen, nur hier, wo wir den Boden noch so gut sehen können. Wir benutzen also jetzt den Kettenblitz und zaubern mal auf den Murloc-Läufer. Und ihr seht, wir haben bei allen Schaden verursacht. Hier holen wir unsere Soldaten dazu und ab jetzt ist es schon gar kein Problem mehr, die zu besiegen. Ihr seht, der Kettenblitz ist eine sehr, sehr nützliche Fähigkeit. So. Einige Ungeheuer lassen Schätze fallen, wenn sie besiegt wurden. Schatztruhen enthalten mächtige magische Gegenstände, die nur von Helden wie Thrall aufgehoben werden können. Ja, hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Mana-Trank. Für die Ehre. Diese spezielle Schatztruhe enthielt einen nützlichen Mana-Trank. Beachtet bitte, dass der Trank nun eines von Thralls Inventarfächern in der unteren Bildschirmmitte einnimmt. Mana-Tränke können das Mana eines Helden auffüllen, jene magische Energie, die ihm ermöglicht, Zauber wie zum Beispiel Kettenblitz zu wirken. Ja, das heißt, wir haben hier jetzt einen Mana-Trank, der 150 Mana wiederherstellt. Könnten wir jetzt benutzen, aber es lohnt sich rechnerisch halt noch nicht wirklich. Streit macht, das Gebiet flussaufwärts zu erforschen und dabei den Flaggen zu folgen. Ja, ihr habt's gehört, weiter den Flaggen folgen. Was haben wir denn hier? Einen Hirsch. Wie süß. Hier haben wir noch mehr Murlocs. Die wir ohne Probleme schnell erledigen können. Die Orks, beziehungsweise die Grunze, sind halt, wie ich finde, die stärksten Starteinheiten. Die wird man auch zuallererst bauen können. Man sieht das wirklich an den Leben, dass sie wahnsinnig gut die Gegner blocken können. Das Wolfsgeheul bedeutet, dass die Nacht hereingebrochen ist. Seid wachsam, meine Krieger. Lasst eure Sinne nicht von der Nacht betören. Schön gesprochen. Einheiten können in der Nacht nicht so weit sehen. Das sehen wir. Wenn wir vorangehen, können wir nicht so weit vorausblicken. Auch sehr schön mitgearbeitet. Wir marschieren mal hier wegabwärts, denn es gibt in dem Spiel oft versteckte Sachen zu finden. Beispielsweise die Geister. Ein Heiltrank. Gibt es hier noch mehr? Scheinbar nicht. In unerkundeten Gebieten gibt es oft Geheimnisse und Überraschungen, die sehr nützlich sein können. Ja, es gibt nämlich nachher auch gute Items, die unsere Statuswerte wie Schaden oder Angriff erhöhen können. Würde die Bestie nicht schlafen, hätten wir jetzt einen erbitterten Kampf vor uns. Also weiter. Die Geister sind ruhelos. Schlafende Ungeheuer wachen auf, wenn sie angegriffen werden. Wir machen es mal. Niemand wird überleben. Ein Ogre ist schon in der Tat ein etwas stärkerer Gegner, aber hat auch prinzipiell keine Chance gegen unsere 4-Mann starke Truppe. 400 Leben und schon mehr Schaden, aber letztlich auch kein Problem, wie er sich hier schön an seinem Lagerfeuer niedergelassen hat. So. Hier haben wir nichts weiter. Ich werde versuchen, in den verschiedenen Missionen jegliche Items zu finden. Für die Ehre. Wie zum Beispiel hier, wo auch wieder ein Vater reinführt. Ein Golem. Seid auf der Hut, meine Brüder. Diese Kreaturen schlafen nachts nicht. Genau, und was auch noch wichtig zu wissen ist, die sind relativ magieresistent. Und sie machen zusätzlich noch einen Stichschaden. Einen Stich und einen normalen Schaden. Das ist auch gut zu wissen. Und ihr seht, sie hauen schon ordentlich rein. Aber haben letztlich auch nicht wirklich eine Chance gegen unsere orkischen Truppen. Da geht's noch hoch. Hier haben wir noch einen Golem. Der sich aber auch unserer Macht beugen wird. Und hier haben wir das allererste Mal einen Gegenstand, den wir nicht benutzen können. Und zwar, was hier ganz wichtig zu wissen ist. Prinzipiell startet nach jeder Mission ein neues Level. Das heißt, Waffen-Upgrades, die wir hier nachher sehen werden, wo jetzt die Null steht, werden nicht in die nächste Mission übernommen. Währenddessen so Sachen wie Ringe im Inventar des Helden verbleiben. Das heißt, wenn wir eine Mission ordentlich spielen, haben wir im nächsten Level immer noch einen Vorteil dadurch. Ich bin der Kriegshäuptling. Wir nehmen uns den Ring des Schutzes und haben jetzt Rüstung plus 1. Thrall hat einen Zauberring gefunden. Ringe sind sehr nützlich, denn sie bringen einen konstanten passiven Nutzen, solange sie getragen werden.
Genau, und sie werden durch die Mission übernommen. Wir haben jetzt 22% Schadenreduzierung, vorher lediglich 18. Das ist schon mal ein großer Unterschied. Und wie gesagt, es ist sehr wichtig, halt die Karten oder die Mission möglichst gründlich zu spielen. Mal schauen, vielleicht hat er auch noch etwas für uns, aber... Nein. Okay. Erfahrung können wir auch nicht mehr sammeln, da in diesem Level nur vorgesehen ist, dass Thrall bis auf Stufe 2 levelt. In der nächsten Mission wird Thrall dann weitere Level erlangen können. Und ich muss euch sagen, dieses Spiel ist ein Spiel, auf das ich mich sehr gefreut habe, es aufzunehmen. Vor allen Dingen, weil Warcraft eins der Spiele ist, die ich in meiner Kindheit mit am meisten gespielt habe. Wenn nicht sogar zu viel. Das weiß man nicht. So, was haben wir denn hier? Waldtrolle. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie einst zur Horde gehört haben. Ja, schiebt euren Cursor über ein bestimmtes Ungeheuer, um dessen Schwierigkeitsgrad zu sehen. Wir haben hier die Stufe 3, Stufe 10 wäre das Schwierigste, Stufe 4, Stufe 2, Fallensteller, Berserker. Man sieht es auch an der Lebensenergie. Übrigens, was er gerade gesagt hatte, die Horde. Früher war die Horde ein Zusammenschluss aus Orks, Trollen und anderen Kreaturen. Wir greifen mal zuallererst den Berserker an. Oder beziehungsweise wir machen das Ganze so. Ja. Sehr gut gemacht. Wir nehmen mal einen Kettenblitz dazu. Fokussieren mal auf unseren Berserker. Retten mal den einen Ork, bevor der noch getötet wird. So. Lässt du den wohl am Leben hier? Meine Güte. Oh, das ist sehr nützlich. Wir haben hier ein Buch der Gesundheit. Dieses Buch der Gesundheit erhöht dauerhaft Thralls Leben um 50 Punkte. Und wenn wir sehen, dass Thrall bei jedem Level Up nur 50 Punkte dazu bekommt, heißt das quasi, wir erhöhen die Leben so viel wie bei einem ganzen Level Up. Sehr gut. Diese Schatztruhe enthielt ein Zauberbuch, das verwendet werden kann, um Thrall einen dauerhaften Nutzen zu geben. Niemand wird überleben. So, machen wir die beiden Gebäude auch noch kaputt. Floynd verschwinden nach Benutzung, sodass wieder ein Inventarplatz frei wird, der dann von anderen Gegenständen aufgenommen werden kann. Das gleiche gilt für Zaubertränke, ihr seht das schon, die wir einmal nur haben, währenddessen dieser Gegenstand halt ohne Benutzung für immer da bleibt. So, wir gehen weiter und haben hier vorne bereits unser Ziel mit dem Propheten. Der hat übrigens nur die Form eines Rabens angenommen, das haben wir im Intro bereits gesehen. Ich bin der Kriegshäuptling. So. Das Ziel wartet. Hauptquest erledigt, den Propheten suchen. Seid gegrüßt, Sohn von Durotan. Ich wusste, ihr würdet den Weg finden. Euch habe ich in der Vision gesehen. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mich? Junger Kriegshäuptling. Ich weiß vieles über euch und euer Volk. Aber wer ich bin, das ist im Augenblick nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr euer Volk um euch schart und dieser Küste unverzüglich den Rücken kehrt. Fortgehen? Was soll das alles, Mensch? Mensch? Mein Menschsein liegt weit hinter mir. Ich bin jetzt etwas anderes. Ihr müsst wissen, ich habe die Zukunft geschaut und einen großen, brennenden Schatten gesehen, der kommt, um diese Welt zu verzehren. Ihr spürt es auch, oder nicht? Die Dämonen kehren zurück. Ja, und nur wenn ihr euer Volk über das Meer führt, in das ferne Land Kalimdor, werdet ihr gegen sie bestehen können. Aber wie können wir... Zur rechten Zeit werde ich eure Fragen alle beantworten, junger Kriegshäuptling. Nun aber ruft eure Krieger zusammen und verlasst dieses Land. Wir sehen uns wieder. Das alles ist sehr rätselhaft. Doch die Geister raten mir, ihm zu vertrauen. Ja, und damit endet die erste Prologmission von Warcraft 3 Reign of Chaos. Ihr merkt das schon, die Orks sind relativ spirituell. Okay, im nächsten Video, das heißt in einer Woche, geht es weiter hier bei Warcraft 3. Ich überlege mir, ob das nicht vielleicht halbwöchig laufen wird, das Projekt, aber wahrscheinlich nur einmal in der Woche ein Video, vielleicht montags oder sonntags. Ich bin mir noch nicht sicher. Und ja, das heißt, das wird sich relativ in die Länge ziehen, aber es hängt wie gesagt auch daran, dass ich vielleicht
dass ich vielleicht auch die eine oder andere Mission mehrmals spielen muss, weil ich es nicht direkt hinbekomme. Und da möchte ich euch nicht eine einstündige Mission zweimal vorsetzen, einmal halb und einmal vollständig. Dann werde ich mich da wirklich hinsetzen und dann 2-3 Stunden lang an einer Mission sitzen, daher dann einmal in der Woche. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuschauen, freue mich auf die nächste Aufnahme hier in der Prolog-Mission von Warcraft 3 und sage, bis zur nächsten Woche, Leute, schaltet ein hier auf meinem Kanal. Bis dann, Leute!